dass er das gemacht hat, dass er das gemacht hat, das nehme ich ihm dann wirklich übel. Finde ich gar nicht okay. Finde ich gar nicht okay, dass das, also dass das passiert ist. Hier ist dieses Video. Rezo und Julia Beautics Beziehung wurde geleakt. TJs Wochenshow. Wir gehen rein. Ich finde es ein bisschen sad, dass er jetzt darüber berichtet, weil er macht die Sache natürlich jetzt noch größer, als sie sein müsste. Aber okay, gucken wir halt, was TJ dazu sagt. Und damit Gumo zur nächsten Wochenshow. Diese Woche ist nicht so viel passiert, aber die Dinge, die passiert sind... Hui, denn es ist ein Video aufgetaucht, wo die militante Veganerin einfach Fleisch isst und das Video ist jetzt nicht so alt. Außerdem wurde die Beziehung von zwei schon sehr großen YouTubern noch geleakt. Oh. Ey, ich finde, es geht gar nicht, dass er da jetzt so eine große Sache draus macht. Also, wird spicy heute, aber jetzt heißt erstmal, wie immer, let go. The thing goes grrr. Ihr kennt ja so Videos mit so Grußbotschaften, sowas hier zum Beispiel. Monte, alles Gute zum 21. Geburtstag. Happy Birthday to you. Und so Grußbotschaften kann man jetzt auch von der militanten Veganerin holen. Soweit, so gut erstmal. Doch, die militante Veganerin macht nicht normale Grußbotschaften, so auf funny, dies, das, hiha. Sondern man kann die militante Veganerin buchen, um mit ihr zusammen Fleisch zu essen und das darauf eben auf TikTok zu posten. Ich bin schockiert. What the fuck? Hallo, hier ist die militante Veganerin, aber so vegan bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt auf der Plattform rosalinde.com. Falls ihr also ein Grußvideo von mir möchtet, wo ich blutrünstig Fleisch esse oder immer schon mal mit mir ins Schlachthaus gehen wolltet, könnt ihr das auf dieser Plattform jetzt buchen. Freunde. Das schockiert mich. Mich schockiert das. Mich schockiert das. Hier einfach zwei Parallelwelten. Sie ist hier ein Burger. Seid Rassisten zu Tieren, lasst euren Speziesismus raus. Lebt brutal statt vegan. Ehrenmann, Rüß. Lebt brutal statt vegan, dass sie jetzt so eine Einstellung hat, ist schockiert mich. Hat jetzt ein bisschen Geld in die Hand genommen und das einfach einmal gebucht. Und jetzt gibt es einfach ein Video, wo die militante Veganerin mit Ehrenmann, Rüß einfach zusammen Fleisch isst. Marius, wir haben hier was von einem Tier. Wie schmeckt's dir? Ich glaube, ich werde noch weiter ein Tier ins Schlachthaus schicken. Ja, krass, dass die jetzt einfach so miteinander Fleisch essen. Das Ding ist, diese Videos sind halt einfach mies teuer. Also man muss zwischen 5.000 und 69.000 Euro in die Hand nehmen, um halt so ein Video mit Raffaella machen zu können. Ist auch teuer, das ist wirklich teuer. Deswegen gibt es halt eben noch nicht so viele Videos davon. Aber ein anderer TikTok-User hat auch noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und hat dann eben halt dieses Video hier gepostet. Hey Raffaella. Ja? Wie viele Tiere wurden heute für dein Abendessen versklavt und getötet? Versklavt und getötet? Moment, ich muss mal nachzählen. 33 Tiere. Und für euch? Und ey, ich finde es einfach nur krass, dass die militante Veganerin jetzt einfach für, klar, schon eine Menge Geld, aber einfach ihre Werte verkauft, wofür sie jahrelang gekämpft hat. Also, ich bin schockiert. Ich muss es ganz klar sagen an der Stelle, ich bin schockiert. Krass. Die Kommentare unter solchen TikToks sind natürlich auch sehr interessant, sag ich jetzt mal. Also die Leute sind schon verwirrt darüber, wo das jetzt auf jeden Fall plötzlich herkommt. Aber was sagt ihr dazu? Sagt ihr, ey, yo, wenn man 50k bekommt, dann ist es okay, wenn man nicht mehr vegan lebt und Fleisch isst? Oder sagt ihr, nee, die Frau verkauft die aber nur komplett. Bin auf eure Meinung gespannt, aber jetzt geht's mal weiter. Krass, Chat, krass. Thema. Ihr kennt ja Rezo. Ich kenn Rezo, ja. Ich habe schon mal von dem gehört. Also, ja, lol, natürlich kennt ihr meinen Papi. Und ich bin der Daddy. Ich bin der Daddy von TJ, tut mir leid. Auf jeden Fall hat sich Dad jetzt einen kleinen Gag erlaubt, der, na, ich sag mal, ein bisschen nach hinten losging. Und eigentlich... Was habe ich gemacht? Entschuldigung, was habe ich gemacht? Mich ist Daddy ja dafür bekannt, dass ich schon... Hat er mich jetzt Daddy genannt? Puh. Manchmal so für Minderheiten einsetzt, halbwegs politisch korrekt ist, nicht nach oben tritt, nee, nicht nach unten tritt, sondern nur nach oben tritt. Genau, ich trete nicht nach oben, ich trete lieber nach unten. Leute, die es schwer haben, auf die trete ich drauf. Mal. Ja, aber was jetzt passiert ist, da denkt man sich einfach nur noch... Junge, nein, Alter. Junge, nein. Junge, nein. Oh naja, auf jeden Fall hat Papi das hier getweetet. Julie. Papi. Bim Bam hat eins kleinen Penis. Ich habe mich gestritten mit Ju und dann habe ich das geschrieben. Das ist aber, finde ich, auch in Ordnung. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich finde, an der Stelle musste ich auch einfach mal rauslassen, muss meinen Frust auch einfach mal teilen und finde es völlig in Ordnung, wenn man Streit hat, da auch sowas zu schreiben. Ist das dein Scheiß Ernst, Mann? Und ja, WTF, Rezo.
was soll das? Generell habe ich, glaube ich, noch nie einen Tweet gesehen mit so wenig Likes, aber so vielen Retweets und vor allem so vielen Antworten. Und es waren viele Antworten. Das ist nie ein gutes Zeichen. Auch UpRed hat sich schon zu Wort gemeldet, um halt eben seinen Bruder Jude zu verteidigen. Weißt du überhaupt, wie sich das anfühlt, wenn man von allen gehatet wird? Und ja klar, kam dann Apo um die Ecke, wollte Ju verteidigen, das verstehe ich ja auch. Aber das verändert ja nichts an meinem Standpunkt. Also mein Standpunkt ist ja nach wie vor derselbe. Und ich weiß nicht, was ich... Chad, ich finde nicht, das ging zu weit. Ich finde, es ist völlig in meinem Rahmen, dass ich auch mal meine Meinung sagen darf. Ich finde auch, dass es wichtig ist, meine Meinung zu sagen. Ich bin als weißer Mann gehöre ich auch zu einer Minderheit, die auch einfach Diskriminierung erlebt. Und ich finde auch, dass meine Stimme da gehört werden muss. Auch. Unrechtmäßig. Er hat nichts getan. Nichts Böses. Du hast angefangen mit... Aber auch Ju hat jetzt zum Gegenschlag ausgeholt. Nix Non-Pology-Chat. Das ist, also man darf doch auch noch mal was sagen dürfen. Und der Bre liegt einfach die Beziehung zwischen Julia Beautics und Rezo. Also er schrieb auf... Geht gar nicht. Chat, geht gar nicht. Twitter. So, das hast du jetzt davon, dass du meinen Pimmel immer klein nennst. Viel Spaß mit diesem Liebespärchenwelt. Dass er das gemacht hat, das nehme ich ihm dann wirklich übel. Finde ich gar nicht okay. Dass das passiert ist. Und hat dann halt ein Bild von den beiden drunter gepostet. Und... Das war privat. Wow, der Tweet hatte nach 7 Sekunden einfach schon 53.000 Likes. Nach 7 Sekunden 53.000 Likes ist gut. 6.969 Zitate. Und alle fanden eigentlich total cute, dass jetzt halt die Beziehung öffentlich ist, dies, das. Nur halt eben Rezo nicht. Er fand halt, dass das zu überzogen sei. Ich finde es zu überzogen, und, ja. Dass der Spaß dort aufhören würde. Nee, finde ich auch. Jetzt gibt es aber die dritte Eskalationsstufe und ich finde da, das kommt ja aus meinem Video, sehe ich gerade. Das Video heißt, Julian Bam macht meine Beziehung mit Julia öffentlich. Muss ich auch einfach an der Stelle ganz klar sagen. Ja, hört der Spaß auch auf? Das Video, in dem halt eben sagt, dass der Spaß jetzt halt eben aufhört, das kam auch nicht so gut an, sag ich jetzt mal. Ja, wie, das kam nicht so gut an? Es hat ein paar Dislikes. Das ist ja auch in Ordnung. Also ich weiß, ich finde dieses Kritische gegen mich jetzt auch nicht. Was ist denn da los jetzt gerade? Danach hat Rezo übrigens das Video wieder gelöscht, wo er gesagt hat, yo, da hört der Spaß auf, dies, das. Und hat so getan, als wenn es nicht passiert wäre. Und hat einfach ein Video mit Julia hochgeladen, wo sie halt selber ihre Beziehung ganz kurz wieder öffentlich machen. Ey, ich finde dich echt übelst hot. Wir beantworten jetzt eure Fragen, die ihr zum Liebesleben habt, Beziehung vielleicht doch oder anderen Themen und wir helfen euch. Erste Sache, Julia, Renzo, Remzorm, die sind zusammen. So. Ja, also. Ja, einfach so tun, als ob. Ja, das ist ganz klar, das ganz klare Fall, dass wir da auch da ein Video jetzt zu gemacht haben, auch um einfach auch mal Klartext zu sagen. Ob nichts passiert wäre. GG. Dementsprechend wird Rezo natürlich auch gerade mies weggehatet, also hier, ne, man muss sich die Kommentare durch... Halt's Maul, du Lappen. Du Nüsse, geh mal Haare färben. Scheiß deine Mama an, Hashtag Hurensohn. Steht hier. Ich muss mich hier gleich übergeben. Kauf dir Leben. Warum ist so ein Scheiß in den Trends? Du riechst nach Schinken. Das sind die Kommentare, die hier gepostet wurden. Durchlesen. Schwieriges Leben gerade für den Bre. Aber was... Ja, ich kriege jetzt halt Hate ab. Aber auch nur, also ich finde nicht, dass ich da irgendwas... Also ich... Das ist halt jetzt so. Da muss ich halt jetzt mit klarkommen. Was sagt ihr zur Sache? Sagt ihr, yo, der Hate an Rezo ist vollkommen gerechtfertigt, dies, das, und der hat auch Scheiße gebaut und muss natürlich jetzt mit den Konsequenzen leben? Oder sagt ihr, die Aktion von Ju war ein bisschen zu viel? Ich finde, ich bin Opfer. Die Beziehung von den beiden zu liegen. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Moin, Freunde. Das Video hier war natürlich ganz großer Quatsch, ne? Was? Das war großer Quatsch? Was? Das ist natürlich klar. Heute 1. April, haha, hi, hat mir Scherz erlaubt. Ach so, Chat. Dann bin ich ja beruhigt. Das ist gar nicht passiert. Puh, da bin ich ja beruhigt. Na, deswegen haben wir so eine Fake-News-Folge gemacht. Was ich aber am Ende nochmal sagen wollte.
Heute ist ja so quasi der einzige Tag im Jahr, wo man mal News wirklich hinterfragt und überprüft, ob die halt wirklich real sind. Weil am 1. April machen ja alle Firmen immer irgendwelche Gags. Sogar Nachrichtenportale machen ja manchmal Gags und dann sagen die danach halt so, jo, halt war halt 1. April-Joke, dies, das. Und deswegen überprüft man ja am 1. April besonders halt, ob eine News wahr ist oder nicht. Das Ding ist aber, in Zeiten von AI, Photoshop, dies, das, sollte man das eigentlich bei jeder News machen, die man sieht. Ja, ich finde auch. Also man sollte immer kritisch hinterfragen. Ich finde, da hat TJ völlig recht. Man sollte kritisch hinterfragen, was man so sieht. Vor allen Dingen, wenn es einfach auf Social Media gepostet wird von irgendwem und nicht von einer vertrauenswürdigen Quelle gepostet wird. Also dieses Rezo-Yuda-Bild, dafür haben wir halt eine halbe Stunde gebraucht. Und sowas kannst du halt mittlerweile sogar schon über AI generieren lassen. Ich habe auch ein bisschen rumgefragt und ein, zwei Leute haben es auch geglaubt, dass es real wäre. Dementsprechend. Ja, das Bild sah auf jeden Fall überzeugend aus. Wo war das nochmal? Wo sieht man das? Da. Das Bild sieht überzeugend gemacht aus. Also das wurde gefotoshoppt und ich finde, es sieht verhältnismäßig gut erstellt aus. So, ja. Und zwei Leute haben es auch geglaubt, dass es real wäre. Dementsprechend, glaubt nicht jeden Scheiß, der im Internet ist. Klar, es gibt ein paar seriöse Quellen, ne? So Tagesschau und sowas. Ne? Den kann man schon ganz gut trusten, aber auch da. Bisschen Gehirn anschalten, bisschen denken so, jo, ist es gerade real, was da steht? Vor allem bei so Schlagzeilen wie die Bild macht, so Asteroid rast auf Erde zu. Ja, also einfach grundsätzlich, was die Bild behauptet, sollte man vielleicht nicht glauben, weil die Bild halt häufig auch lügt und die Unwahrheit schreibt. Deswegen sollte man das vielleicht nicht machen. Aber ich denke, das weiß auch jeder, oder? Dass man Axel Springer Medien nicht vertrauen sollte. Das, denke ich, ist bei jedem angekommen. Können uns alle umbringen. Ne, solche Schlagzeilen gab es halt wirklich noch vor ein paar Wochen. Deswegen hinterfragen und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen 1. April. Und ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse, dass heute so eine Trash-Folge kam. Aber morgen kommt die richtige. Aber eine Sache muss ich noch machen, die ist wichtig. Bruder, so gehst du nie wieder mit Tieren um. Was hat er mit Tieren gemacht? Okay, verstehe ich nicht. Ey, okay, wir haben das Video geguckt, ihr wolltet das Video sehen, wir haben das Video geguckt. Mein großer Leak der Beziehung, natürlich alles Quatsch. Ich bin nicht mit Julia zusammen. Julia ist schon seit längerem mit jemandem zusammen und das sehr glücklich. Bleibt das, glaube ich, auch noch eine ganze, ganze Weile. Deswegen hoffentlich noch ganz, ganz lange. Deswegen wünschen wir Julia natürlich weiterhin alles Gute mit ihrer Beziehung. Und das war natürlich ganz, ganz großer Quatsch.